Tor. Ja, das war die beste Schlagzeile, die ich je gelesen habe, aber was kann man von der Ilt am Montag auch anderes erwarten? Ja, heute Kräftemessen der Giganten. Wer darf mich bestrafen, Dustin oder Vianden? Cooler Reim. Oh. Ich habe die ganze Nacht dann gesessen. Ja, die ganze Woche. Dahinter hängt ein Skript. Ja. Schlage Dustin ins Gesicht. Bitte was? Das sollst du vorlesen und ich mache. Ja, habe ich ja. So, okay. Ja, wie gesagt, letztes Duell, es wird sich entscheiden, wer darf mich bestrafen, einer von den beiden wird es sein. Ich habe mir da was Kleines ausgedacht heute, es muss ja auch einen guten Abschluss haben, die Staffel. Und nicht mit Essen. Bitte. Das letzte Duell von dem, dann hast du schon verloren. Was? Bitte nicht mit Essen, nur schon, ja. Ihr dürft was essen heute. Chef, ich habe gefrühstückt und ich habe zu Mittag gegessen. Ihr müsst nicht viel essen. Ja, umso schlimmer, das ist eigentlich umso ekliger. Scharf essen, wunderbar. Nein, eure Aufgabe besteht darin, ihr bekommt gleich die Augen verbunden und müsst Nahrungsmittel erkennen. Ja, auf jeden Fall. Das geht. Das geht. Kommt doch an, was ich ausgesucht habe, ne? Krabben, Aal, Pferdepenis. Es sind recht interessante Sachen. Affenhoden. Nee, wie gut. Kiwi ist auch ein Tier. Ja, Kiwi sehen aus wie Affenhoden. Ja, aber es gibt auch ein Tier-Kiwi. Also. Ja, wo du recht hast. Ist egal. Ist egal. Wir schneiden mal besser. Genau. Schneiden. Ich gehe nochmal vor kurzem. Tschüss. Es wird gleich einer sich rausbegeben, der andere darf da vorlegen, alleine. Ja, machen wir mal, keine Ahnung, schnell. Ich nehme den Löffel, ich habe hier den Löffel, ich tue den jetzt in irgendeiner Hand. Du weißt schon, was wir sehen. Ja, ich halte zu tief. So, rechts oder links, das hin. Ja, wenn der rechts sagt, ist... Du sagst da, ja, ist kein Löffel, hier ist der Löffel. Das sagen? Heißt... Ja, ich fange an. Okay, ja. Ich habe eine wichtige Regel vergessen zu sagen. Alles, was ich euch in den Mund stecke, müsst ihr auch schlucken. Moment mal. Das war ganz falsch formuliert. Das war falsch formuliert. Aber im Ernst, der Punkt zählt nur, wenn ihr das, was da drinnen steckt, auch runtergegessen habt. Ja, was hat das denn jetzt für Scheiße da? Aber wir kriegen schon einen Teller, falls wir das nicht schmecken können, dass wir das auf den Teller spucken. Dann spucken wir die auch auf den Teller. Ja, gut, der Schächer halt im Teller. Ich weiß ja nicht, wie eure Geschmäcker sind, kann ja sein, aber ihr müsst es runterschauen, egal was es ist. Okay? Aber das sind auch alles Sachen, die man auch essen kann. Ich hab das recherchiert. Voll rein! Walnüsse mit Schale! Komm los, ich bin weg, ciao! Boah, jetzt diesen krassen Stimmt! So, dieses Duell beginnt dann jetzt hier. Hier ist der erste Löffel. Ihr könnt mal sehen, was drauf ist. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Ich werde es auch einblenden. Der Löffel ist nochmal. Halte mal die Nase bitte zu. Mhm. Ja, nach oben hin so am besten, damit du. Ja. Kriegst das hin. A ist voll der Löffel. Und rein damit. Was könnte das nun sein? Röstzwiebel. Sehr gut. Erster Punkt für das denn. Einmal kurz zuhalten bitte. Und dann nachher wieder aufmachen. Du willst A und rein damit. Ich muss sie auch machen müssen. Also ich atme. Mit. Ich muss durch die Nase atmen, aber. Mhm. Aha. Ja. Ah, der Jan weiß Bescheid, das sieht man hier schon direkt. Nö. Nee. Keine Ahnung. Doch, ich kenne den Geschmack. Aber ich gehe gerade so durch den Supermarkt und suche. Ah, okay, ja. Du bist gerade in der. Hygieneartikelabteilung, ne? Genau. Hier so bei Brise Montage und. Nee, ich kaufe eine Fräser. Ah, oh, eine feine Herr. Nein. Na, warte, ich kenne das. Ja. Ich werde übrigens gleich dann runterzählen irgendwann, ne? Weil das sind auch. Ich wollte sagen, also irgendwann müssen wir noch. Ja. Ich zähle mal runter. So ein Ende ans Gelände machen. Ich kenne das. 5. Ich kenne das. 4. 3. 2. 1. Ich kenne das noch nicht, ich komme nicht drauf. Der Geschmack, den du da gerade vernommen hast, das waren Röstzwiebeln. Siehste! Hier kommt die Nummer 2. Einmal wieder die Kamera. Oh. Da ist es. Wieder Nase zuhalten, bitte. Und A. Überlegung. Warte, Alter, oh! Aber Arsch, das kenn ich nicht. Das kennst du nicht? Doch,
Achso, ich wollte schon sagen. Die anderen gucken eben an, irgendwie eine interessante Sendung anscheinend. Kommt die ganze Zeit. Ja, wenn du lösen willst, ne, darfst du was aussuchen. Ah, oh, was ist das? Hätte ich ja gedacht, dass du das jetzt hier erkennst, ne? Ja, ich kenn's auch, aber ich hab den Namen verpennt. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1. Du hast nichts von Zeitlinien gesagt vorhin, das haben wir, ne? Ja, aber nochmal jetzt 5 Sekunden. Jetzt weißt du, nein, du musst ja denken. Ah, mein Gott, ey. Ja, du musst mir auch Zeit geben, um zu denken. Ja, ist okay, ich geb dir Zeit zu denken. Also. Ja, mach jetzt! Fuck, wer ist denn schon alles? So, jetzt aber mal wirklich langsam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das war Knoblauch. Ja, oh! Ich konnt's gerade echt nicht. Nicht zuordnen? Ja, ich hab's irgendwie. Ich gedacht, also der Geschmack ist ja recht intensiv. Ja, ja, klar. Oh, das. Ah, das ist kein Problem. Da ist jetzt direkt dran. Ja, deswegen wirst du es nicht erkennen. Guten Appetit. Oh. Ja. Lecker. Ja, hast du das eben bei mir auch die ganze Zeit gemacht, oder? Zwischendurch, ja. Oh nein. Ich hätte aber einfach gerade so oder so oder so. Ja, es ist scharf. Es ist scharf, okay. Was ist durch? Zählt. 3 Punkte. Na. Lukas, Problem damit, wenn wir auf der Rückfahrt kurz bei der Dönerbude vorbeifahren. Jetzt ruhig hier, Junge. Ja, ich wollte. Lenk den nicht ab. Ja, ich zähle mal runter. 5. Es ist. 4, das ist so eine Scheiße, die kennt man, aber die fällt ja nicht. 2, 1. Ich sag mal Pepperoni. Leider nein, es war Knoblauch. Ah, ja. Echt? Ja. Ja. So, hier Nummer 3. In die Kamera gehalten und wieder eingeblendet. Nase zuhalten und A. Das ist drin. Oh ja. Jan lacht sich am Arsch ab und. Und was haben wir hier vorliegen? Snickers oder so wahrscheinlich, oder? Ja. Vielleicht. Musst du mir sagen. Oh. Ja. Mach du noch. Du musst natürlich auch so atmen mit der Nase, ne? Wenn man den. Ja, klar. Ich will nur nicht, dass du halt schon vorher riechst, bevor ich es reinstecke, was zum Beispiel an Knoblauch vielleicht dir den richtigen Trichter gegeben auf dich. Ich hoffe nicht den Trichter gebracht. Also vom Geschmack her würde ich echt sagen. Nee, das war nicht Snickers, das war Mars. Mars, deine Antwort? Ja, ich bin Mars. Es war ein Milky Way. Echt? Das war ein Milky Way? Das war ein Milky Way. Einmal bitte A machen. A. Oi. Guten Appetit. Jetzt bin ich gespannt. Wie Moonwalk, Leute. Mit der Boden hier, muss ich ja nicht sagen. Das ist ein Mars-Siegel. Das ist ein Mars-Siegel? Finale Antwort? Ja. Ist es nicht? Es ist ein Milky Way. Lustigerweise hast du exakt das gleiche gesagt wie das war. Scheiße. Guckt euch das mal an. Hier, das ist die Nummer 4. Ich blende es auch ein. Nase zu halten, bitte. Oh Gott. Und Arme machen, vielleicht schmeckt es ja. Mir schmeckt es nicht. Und vom Löffel damit. So. Was war das? Was ist das? Kennst du das? Ah. Auf jeden Fall eklig, wa? Irgendwas mit Senf oder so. Wir warten auf deine Antwort. Das war und so ein Fruchtsenf oder so, ich weiß nicht. Das war süßer Senf, das lässt sich gelten, das stimmt. Ja. Ja, nee, Senf hätte mir nicht gereicht, süßer Senf, Fruchtsenf ist okay, das. Kann ich akzeptieren. Ja, aber ich kann jetzt ja unter anderem was drin sind, oder? Weiß ich auch nicht. Einmal A, bitte. Vom Löffel schubsen. Bitte. Guten Appetit. Highlight des Wortes. Wenn du es siehst, dann würdest du es nicht essen. Voll. Boah. Doch, Alter, eigentlich mag ich das Zeug sogar. Also, bitte. Aber alles auf einmal fast schon. Hat eine Senfnote. Mhm. Hat
glaube nicht, dass es Senf wirklich ist, weil das war eigentlich zu flüssig für Senf. Okay. Außer mit kleinen Körnchen. Mhm. Es könnte so eine. Vielleicht so eine Mischung aus Ketchup und Senf mit so Senfkörnchen drin, so Senf-Hamburger-Soße mäßig. Aber weiß keine Antwort. Okay, dann überleg noch ein paar Sekündchen. Jetzt kommt das noch aus dem Glas. Aus der Tube. Mhm, aha. Oder aus dem Topf oder aus dem Boxbeutel? Oder? Was ist ein Boxbeutel? Kennst du Boxbeutel nicht? Mhm. Das ist das Ding, wo man so drauf trinken kann, dieses. Mhm. Nein, ja. Das glaube ich aber nicht. Unwahrscheinlich. Aber sowas trinkt doch keiner aus dem Boxbeutel. Nein. Außer ganz harte Leute. So, aber jetzt wollen wir mal. Ich sag Hamburger Soße. Ist es leider nicht. Es ist süßer Senf oder Früchtesenf. Hätte Senf gereicht? Nein. So, hier habe ich auch schon die letzte Ingredienz. Sag mir bitte, dass sie nicht eklig ist. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gegessen. Ich glaube, in der Menge ist es nicht so schön. Ich weiß auch nicht, ob man das ist egal. Machen wir mal. Guten Appetit. Kann sein, dass da noch ein bisschen Senfgeschmack drauf war jetzt, aber. Ingwer. Ja, korrekt. Nicht schlecht, hätte ich nicht erwartet, dass du Ingwer kennst. Gut, das war's dann. Das sind 3 Punkte für den Dustin. Alle von allen 5 Brüchen haben 3 meine Karte. Nicht schlecht. Na, Entschuldigung. Ich muss das ja irgendwie abkriegen, ne? So, was liegt denn hier vor? Alter, kann man das wirklich essen? Ja. Ja, ich habe es nicht erzählt. Das kann man roh essen. Oh, man soll es die andere Frage. Ich wusste, dass diese Reaktion jetzt kommt. Schnell runter. Füll mal einen Grach auf. Ah, ja. Weißt du überhaupt, was das ist? Ich weiß nicht, was das ist, aber Meerrettich. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich sage einfach mal Meerrettich. Auch das leider falsch. Es handelt sich dabei um Ingwer. Mm. Ja, und damit kannst du... Habe ich 0 Punkte. Ja, Dustin... Darf ich Robinson bestrafen? Dustin... Ich habe zwar keine Bestrafung heute, aber das kriege ich schon hin. Dustin hat 3 richtig erraten. Nämlich? Die Röstzwiebeln, den Honig, den Senf und den Ingwer. Ja. Ja, das war dann dieses Duell und... Unglaublich! Dustin hat 5 Punkte in Folge! Unter Federcabo! Dustin hat 5 Punkte in Folge geholt! Erstaunlich! Der Endstand dieser Staffel lautet damit 5 zu 4? Ja, Entschuldigung. Zu 2. Oh. Ja, ist egal. Aber schau, Dustin, diese Leistung war echt. Hätte es niemals damit geschafft. Nee, vor allem, weil das, weil wir hatten hier mit 4-2-0 an Führung war, ist das dann relativ traurig. Aber ist egal, du bist besser als ich geschafft. Ich habe damit so viele Punkte wie du. Dieses Jahr. Ah, gut. Ja, ist egal. Jedenfalls, da ist das dann, dass Dustin nächste Woche mich bestrafen darf. Da kommt was zur Sache. Da spreche ich mich schon mit Lukas ab, weil der wollte die Bestrafung ja unbedingt haben. Da kriegen wir bestimmt noch was zu. Ach, meinst du? Meinst du, wir machen das? Ja, ja, was hast du für eine Kartellbildung hier? Da kriegen wir schon was hin. Das war die 3. Staffel Doku wie Duell, deswegen noch als Gesamtstatistik für euch am Ende die ewige Tabelle. Bianca liegt in der ewigen Tabelle. Oh, doch, das steht bis hier. Auf dem letzten Platz mit 6 Punkten. Echt? Ja, 6 Punkte aus 3 Staffeln. Ah. Und Dustin und ich haben beide jeweils 12 Punkte geholt in diesen 3 Staffeln. Kann man nicht. Ich muss sagen, erfolgreich. Ja. Das ist auch so. Ach nee, ja, wenn ihr jetzt hier links rum klickt, dann kommt ihr zum. Das andere links, das links. Oh. Dann kommt ihr, ja, hier schon links hier ist zum Duell von letzter Woche, das dann dieses komische Würfelkackspiel war, wo ich leider verloren habe. Mit sehr viel Pech, muss man sagen. Das ist ja immer eure Links da oben. Ja, deswegen sehr noch verwirrt. Und wenn ihr hier auf die rechte Seite klickt, dann kommt ihr zu. Das denn zockt oder sowas. Ja, kann man machen. Irgendwie sowas. Ja. Genau. Finden wir schon was. Ja, ich würde sagen, das war's dann für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche bei der Bestrafung wieder. Tschüss!